touch the hair. Wahnsinn, Leute, so viele sind gegen die AfD. So viele gegen AfD. Menschenrechte, genau so sieht's aus. Aber haben Sie das schon mal als Programm gelesen von der AfD oder so, was da drin steht? Ich gucke Nachrichten und lese und haben auch den Spiegel zu Hause. Da stehen gute Kontroverse. Ich lasse alle leben, können alle leben. Aber AfD geht gar nicht. Ne? Aber wann hat jetzt mal ein AfDler gesagt, wir sollen alle abschieben, die hier arbeiten? Also haben Sie da ein Beispiel, wer das gesagt hat? Am schlimmsten ist ja der Höcke und da war doch jetzt noch so einer von ich weiß nicht, wie der heißt, der auch mit, ein ganz junger Politiker. Mir ist es also wirklich, der ist mir weggerutscht. Okay. Aber das Schlimmste ist ja der Höcke. Aber das haben Sie ja wahrscheinlich aus den Nachrichten vor allem. Ach, und so. Ja, natürlich aus den Nachrichten. Ja, alles klar. Das, also wenn man darüber nachdenkt, Leute auszuweisen, dann ist... Aber das macht die Ampelregierung ja auch, die weist ja auch Leute mehr, aus. Dann ist das nicht mehr vom Grundgesetz gedeckt. Aber es ist ja vorgesehen, dass Leute abgeschoben werden, wenn sie keinen Aufenthaltstitel in Deutschland kriegen. Dann dürfen die abgeschoben werden, macht die Ampel auch. Das ist aber was ganz anderes, weil das ist vom Grundgesetz gedeckt. Und sagen mal ins Geschichtsbuch, wie das 1933 angefangen hat, dann wissen Sie Bescheid. Ich denke, diese menschenfeindlichen Parolen, die ins Land gerufen werden, schaden unserer Nation. Wir sollten uns auf unsere Stärken besinnen. Und deswegen sind wir heute hier. Also ein Parole, ein Beispiel, was jetzt... Aus dem Programm von der AfD oder so? Habe ich jetzt kein Beispiel dazu. Gut, genau. Ja, danke. Bitte schön. Was stört Sie am meisten an der AfD? Der Rassismus und das radikale Auftreten. Können Sie mir mal so drei Beispiele sagen, also für so Aussagen oder so von der AfD, die sagen, gehen Sie gar nicht? Nee, kann ich jetzt nicht, mach ich nicht. Aber können Sie jetzt einen Punkt aus dem Programm sagen oder eine Aussage von einem Politiker, wo Sie sagen, deswegen bin ich dagegen? Oder du? Ein konkretes Beispiel? Aber ganz allgemein. Allgemein, jetzt direkte Argumente, ja, das ist das Hauptargument, ne? Dass das, was gestreut wird, einfach nie funktioniert. Es wissen ganz, ganz viele Leute nicht, wie gut es uns geht. Haben Sie gehört, dass die vor den Hamm gewarnt haben, die Veranstalter? Nee. Ich weiß es nicht, warum, aber vor ihnen wurde gewarnt. Von wem genau? Das ist mir egal, vor Ihnen wurde gewarnt und ich bin auf der Veranstaltung, wenn der Veranstalter warnt, dann reicht das.